Willkommen zu einer weiteren Folge Hotel Renovator. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich jedenfalls und ich würde mich noch mehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ich sag's gleich vorne rein, es tut mir leid, wenn ich kleine Hustenanfälle habe. Ich werde versuchen, mich schnellstmöglich zu muten. Ich war unfassbar krank und war noch nie so krank in meinem Leben. Aber es geht mir jetzt etwas besser. Und bevor wir reinstarten, fangen wir wieder mit Kommentaren an. Dann habe ich einmal von Madame Cairo Geldtipps fürs Gnuchen. Und zwar, das Huhn ist zwar nervig, aber es gibt fast immer irgendwie Geld. Würfelkampf, falls du gewinnst. Und in den Räumen hinterlässt es immer ein Ei. Wenn die Gäste zufrieden sind, hinterlassen sie Trinkgeld in den Räumen. Das kannst du beim Putzen gut einsammeln. Unterschätze den Rohrbruch niemals. Das weitet sich in den ganzen anderen Räumen aus und es wird mega schnell schmutzig, sodass du massiv Geldeinbußen machst durch die dreckigen Zimmer. Sauberkeitswert über dem Zimmer auf dem Tablet. Mega guter Tipp. Diese Stilvorschläge haben Balken, die voll sein sollten. Denn wenn du sie erfüllst, bekommst du auch noch einen fetten Stilbonus am Ende. Billige Möbel kosten zwar weniger, aber haben einen geringeren Hotelrang. Diese lilanen Symbole, wenn das Zimmer nur billige Möbel hat, macht es am Ende auch weniger Geld bei den täglichen Einnahmen. Designtipps. Muster sehen weniger schrecklich aus, wenn sie teils bzw. nur so über die halbe Wand, also unter Hälfte, machst und oben dann eine Farbe. Oder im Bad als Zierleiste zum Beispiel. Die Möbel haben drei Stile, die jeweils eine Farbe im Hintergrund bzw. ein Symbol haben. Deko, minimalistisch, orientalisch. Es wirkt oft stimmig, wenn man sich für einen Stil entscheidet. An Verkleidung oder ähnliches mit Struktur kann man auch noch überstreichen, falls man keine passende Farbe findet. Es behält dann die Struktur bei. Dankeschön an Madame Cairo für diesen super, super süßen, ausführlichen Kommentar. Und dann würde ich sagen, beherzigen wir diese wunderbaren Tipps einmal, gehen rein, kümmern uns zuerst um den Rohrbruch. Den habe ich nämlich in der letzten Folge wegignoriert und gucken, dass die Zimmer sauber sind, holen das Trinkgeld und machen dann die nächste Mission. Versprochen. Danke übrigens für eure ganzen süßen, lieben Kommentare. Ich merke das immer bei so Reihen, die wir machen, dass die Leute übel süß sind, dass ihr übel süß und übel lieb seid. Wenn ich zum Beispiel so Sachen wie Resident Evil oder so Let's Play Sachen mache, da merke ich immer, dass Leute extrem böse sind. Also gerade bei langen Let's Plays, wenn Leute nach einem langen Let's Play suchen und ich bin somit die Erste, die es komplett hochgeladen hat, dann haben die Leute Vorstellungen, wie das Video sein muss. Und die sind so unfassbar unter der Gürtellinie beleidigend teilweise, wo einer sich drüber aufgeregt hat, dass ich ständig im Gameplay quatsche, wo ich halt dann auch zu Recht gesagt habe, ja, dann musst du halt, oh shit, hier ist wirklich richtig dreckig, dann such halt nach No Commentary. Also die Leute wirklich von einem erwarten, dass man, weil sie es so wollen, man den kompletten Spielstil einfach ändert. Das wird mir nie in den Kopf gehen. Das finde ich sehr faszinierend. Und vor allem doch, dass erwachsene Leute so unfassbar beleidigend sein können. Finde ich immer wieder ein Armutszeugnis. So, schließe das Ventil. Ah, ich muss das Ventil erstmal schließen. Stimmt, da war ja was. Aber naja, waren wie gesagt nur zwei Menschen, die da irgendwie ihren Hass kundtun mussten. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Aber vielleicht könnt ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich kann das sowieso nicht nachvollziehen, wie man fremde Menschen so hassen kann. Aufgrund eines Gameplays. Aber naja. So, dann machen wir das mal zu. So. Und dann gehen wir hoch. Hoch. Ja, so, jetzt. Weiß ich, ob ich die Heuballen wegmachen kann? Ich glaube schon. Sieht nämlich ganz unschön aus hier. So, geh ins Restaurant und sieh nach, wie es den Gästen geht. Das muss ich auch gleich noch machen. So, 106 war hier hinten. So. Tja, ja, das ist richtig dreckig. Das geht so natürlich nicht. Und fusch. Weg damit. So, jetzt ist wieder alles schön. So, wunderbar. Reinige das Zimmer. Hier ist anscheinend auch mehr Schmutz. Ah ja, um Gottes Willen. Ja, ich glaube, ich muss generell echt nochmal... Ja, cleaned. Ich muss, glaube ich, mal durch die ganzen Zimmer gehen. Damit die mal ein bisschen sauber sind. Dass die Leute... Oh Gott. Aber hier war ich ja auch noch nicht drin. Oh Gott. Dass die Leute sich aber auch nicht irgendwie aufregen, dass es hier so schmutzig ist, ne? Also danke für den sehr wichtigen Tipp. Ich wusste nicht, dass es hier so verdreckt ist. Das ist ja fürchterlich. So.
Tut mir leid, der Herr. Ich muss kurz hier mal sauber machen. Danke. Okay, boah. Boah, ich wusste nicht, dass es so dreckig ist. Um Gottes Willen. Danke nochmal für den Tipp, Leute. Ich hätte es einfach so gelassen. Ich muss gleich mal ein bisschen lauter machen hier. So. So, ist der Raum jetzt cleaned? Oder fehlt hier noch irgendwas? Ich glaube, dass der jetzt sauber ist. So, wie sieht es denn hier aus? Die 106. Hier ist doch dann bestimmt auch alles dreckig, oder? Oh ja. Oh Gott, ich habe die Leute so einfach einziehen lassen. Furchtbar. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo ein goldenes Ei. Oh, da ist ja voll viel Trinkgeld. Yay, warte mal. Dass die Leute das auch nicht mitnehmen. Halt, stell das wieder hin. Oh. So, falls die anderen Zimmernachbarn denken sich so, okay, lassen wir das Geld einfach mal hier drin. Ist hier auch Geld? Hatte ich mir auch Geld hinterlassen? Nee, die Influencerin natürlich mal wieder nicht. War ja klar! Okay, reinige das Zimmer. Habe ich doch jetzt gemacht? Reinige das Zimmer, 606. Oder immer noch nicht. Oh, hier ist auch noch Dreck. Oh Gott, Leute. Wie oft muss ich das reinigen? So, wahrscheinlich nach jedem Besuch, ne? Okay, meine Zimmer sind wieder sauber. Hoffe ich. Geht doch. So, wunderbar. So. 106 ist immer noch nicht gereinigt. Verdammt. Wo ist denn hier noch Dreck? Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Ich würde es auch feiern. Ach, hier vielleicht kann es sein. Ist das noch ein Problem? Nee. Ich würde es aber auch feiern, wenn meine Möbel nach oben fliegen würden. Also ich weiß nicht, wo hier noch Dreck sein soll. So. Dann geh ins Restaurant und sieh dir mal die Möbel an. Muss ich jetzt, ich glaube, ich muss das Ventil jetzt auch gar nicht aufmachen. Ich soll mir nicht ins Restaurant gehen, die Möbel anschauen, sondern die Gäste. So. So. Stromkasten reparieren. Ey, dieses Hotel einfach nur. Ja, ja. So. Super, wir sind Hotelrang Nummer 2. Yeet. Kommen Sie in mein Hotel. Neue Qualitätsstufe freigeschaltet. Und neue Möbel. Yay. Und das bedeutet jetzt, wenn ich die besseren Möbel verwende, die teurer sind, ist aber auch mein Hotel hochwertiger. So, jetzt ein Paket. Fotos nehmen. Drücke F, um Foto zu nehmen. Mache ich doch. Wow, that was some wedding party. The design in the restaurant looks good. You can change it though, whenever you'd like. Okay, ein Foto. Ach, von der Wedding Party, süß. Okay, jetzt. Wait, is that Grandpa in this photo? Lustig. I wonder who the singer is. Ach, so ist doch ein altes. Stunning. This is all very mysterious, don't you think? Würde ich nicht, alte Freunde. Hier, hallo, erinnern Sie sich an mich. Wir geben ein Konzert in der Innenstadt und würden gerne in Ihrem Lieblingshotel übernachten. Bereite das Zimmer für Celine vor. Ach, alte Freunde, die kommt jetzt zu Besuch. Ich muss aber mal ganz kurz gucken, warum hier immer noch... This is perfect. They are super famous now. Apartments on the second floor will be just right for them. Schalldämmung. Mache sein Zimmer schalldicht, um die Gastzufriedenheit auf meinem Punkt zu erhöhen. Das ist doch super. Automatischer Roboter. Habt ihr auch schon gesagt, dass man bei dem aufpassen muss? Ich würde aber gerne gucken. Reinige das Zimmer. Crack Pie. In einem Zimmer gibt es einen Wasserschaden. Schnell geh in den Keller, schließ den Hahn und beseitige den Schaden im Raum mit dem Mob. Ein kleines Leck kann ein großes Schiff versenken. Mit dem Mob. Ach, vielleicht muss ich mit dem Mob nochmal drüber wischen, weil irgendwie hat er das noch nicht akzeptiert. Schauen wir mal. Let's see. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Vielleicht muss ich wirklich den Mob nehmen. Ist das hier 106? 106. Bitte. Jetzt. Sehr gut. So, 210. Oh, das ist jetzt ein Stockwerk weiter oben. Oh. Reparieren.
Glückwunsch, du hast einen weiteren Teil des Aufzugs, der Aufzugstafel repariert und eine weitere Etage freigeschaltet. Jetzt kann das Hotel wieder expandieren. Problem ist, ich habe noch nicht mal meinen Flur gereinigt. Das wäre eigentlich das Erste, was ich machen würde, anstatt die Leute für so viel Müll steigen zu lassen. So. Boah, wie lang fährt das hoch in die zwei? Okay. Ich wette mit euch. Auch hier gibt es wieder ein Ei und das findet man mit Leichtigkeit, indem man einfach diesen Mob hier... Oh, da ist es doch. Ja, das habe ich von meiner Community gelernt. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. So, gucken wir mal noch weiter. Okay, das ist einmal 204 müssen wir machen. Sieht schon schöner aus hier oben. 200. Ah, die hier drüben. Wir gucken, ob hier noch eins ist. Ich glaube, es ist aber immer nur eins da. Okay, dann machen wir mal 202. Oh, ist aber schön. Marcus ist der Typ, der tatsächlich ihre Kompositionen schreibt. Er ist ein Genius. Sehr serious und dark. Ich würde für ein minimalistisches Design gehen. Just black and white, honestly. Okay. Er mag nur schwarz und weiß. Da achte ich jetzt drauf. Wir gucken uns mal, dass wir das nach den Stilen machen. Und ich gucke mal, dass ich... Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht hier so von den Farben. Auch so mit diesem Kamin hier. Aber es soll natürlich wieder alles weg. Bam. Bang, bang, interview. So. Boah, schön. Krass. Hier sind wirklich nochmal so ein bisschen die besseren Räume. Habe ich so das Gefühl. Oh, hier war noch eine Tür. Wo führt die hin? Gar nirgends. Wandelement zerstören. Okay, die geht wahrscheinlich ins andere Zimmer. Wenn das Klavier steht, muss auch die Partitur in diesem Zimmer sein. Die Partitur. Aber das kann ich nicht zerstören. Okay. Wieso muss ich eigentlich alles machen? Warum hilft der mir nicht? Der nimmt ja nicht mal Gäste entgegen. Kann ich das hier verkaufen? Ist Müll. Schade. So. Ist immer wieder geil, wenn Leute in meinen Stream kommen und, oder ihr so schreibt, ich bin wegen dir süchtig. Boah, sieht das bedrohlich aus hier draußen. Es tut mir leid, Leute, wenn ihr süchtig seid. Aber ich muss sagen, das sind so coole Games. Kann man auch mal schön viel Zeit rein investieren. So. So. Wunderbar. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Alles weg. Sibit. So. So, zum Zerstören brauche ich noch nicht gucken, dass Tag ist. Das mache ich dann nachher. So, auch weg. 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 Hallo, ich mache eben ein Vlog über die besten Hotels überall auf der Welt. Die hatten wir doch schon. Wenn Sie mein Zimmer genauso herrichten, wie ich es will. Ja, das ist ja nicht aufwendig. Das mache ich jetzt gleich nochmal. Schon wieder die gleiche. Bäm, bäm. So. Schön, schönes Zimmer. Freue ich mich schon, das gleich einrichten zu dürfen. Wir machen kurz das Influencer-Dingens. Damit ich hier einfach noch ein bisschen Kohle mache. So, hier war der Aufzug in die 1. So. Flachbildfernseher, Kamerastativ ist eigentlich genau das gleiche wie vorhin. Ist es nicht schon drin? Alles? Let's see. So, 102 bitte. Danke. Kommt mir noch nicht mit dieser Kacknummerierung klar. So, 102. Das steht hier doch schon drin. Kann ich das nicht einfach dann hochheben? Doch, tatsächlich. Okay. Finde Hinweise, Klavier spielen. Warum soll ich Klavier spielen?
Okay, geil. Ich habe einfach diese Aufgabe nochmal erfüllen dürfen, indem ich einfach das Ding nochmal anrüttel. Super, leichtes Geld verdient, Leute. Super. Ganz schön viel Kratzer hier drin. Der Aufzug ist aber auch nicht mehr der schönste. Den kann ich bestimmt auch irgendwann nochmal pimpen. So, ich glaube, wir waren bei der 102. Eigentlich sehen die Zimmer gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. So, und ich weiß nicht, was für Hinweise ich finden soll. So, auch noch alles weg. Bam! Okay, finde zuerst Notenblätter. Oh je, wo soll ich die finden? Wahrscheinlich irgendwo draußen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier drin sein sollen. Oder ich muss erstmal aufräumen, damit ich die finde. Ich räume erstmal auf. Die ganzen Spinnweben überall nerven mich. Kann ich einfach alle wegsaugen? So, jetzt mal gut hier. Okay, jetzt saugen wir erstmal. Vielleicht finde ich es dann. Die liegen ja wahrscheinlich irgendwo rum. Ich hätte auch gern diesen Staubsauger. Von Dyson. Ah, hier, oder? Nee, habe ich die jetzt weggesaugt? Ich hoffe, ich habe die Notenblätter nicht zerstört oder weggesaugt. Wenn ja, sagt es mir bitte einfach nicht, okay? Sagt einfach, hey, genug, die gibt's gar nicht. Ist alles nur ein Fake. So, saug, saug. Weg, weg, weg. Ah, da. Okay, ich habe sie gefunden. Sehr gut. Okay, dann machen wir das noch kaputt. So, und da sind sie. Notenblätter. Dann kann ich die nämlich hier hinpacken. Oh, das war's schon. Ich bin auch so die, die fängt so die ersten Noten an und alle denken, boah, die geht ja voll ab. Und dann merkt ihr, die alte Zeitung lesen. Über 202 bin ich in 202. Und dann merken die Leute, oh, die kann doch gar nichts. In 202 alte Zeitung lesen. Aber wo? Okay, wir fangen mal an. Lass mich mal kurz gucken. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, auf Journal, altes Klavier, finde Hinweise, habe ich. Es war wirklich überraschend, in einem Zimmer ein altes Klavier zu finden. Ich wette, dass eine berühmte Musiker, kann sich lauter machen, dieses Hotel besuchen, als Opa es noch leitete. Noch überraschender ist, dass wir nach dem Durchspielen einer Musikpartitur, die wir dort gefunden haben, einen geheimen Raum öffnen können. Jetzt wissen wir, okay. Okay. Sammlerstücke, Buchungen. Um nur 203 Zeichnungen, Ziele. So, das war dieser Raum hier. Und da steht jetzt ja irgendwo, was er dafür haben will. So, warte, ist dieser Raum jetzt aufgegangen? Ah. Okay, da muss ich jetzt die alte Zeitung finden. Wahrscheinlich die, oder? Und ich muss alles zerstören. Ich zerstöre mal alles. So, egal was Opa hier gehört hat, es juckt niemanden. Das Erste, was ich mache, wenn ich Antiquitäten und alte Erinnerungen finde. Zerstören! Da ist auch ein Ei. Weg mit der Vergangenheit! So, würde mich schon hart belasten. Sind das Juwelen? Oh, 60.000. What? Und noch ein Ei. Boah. Da, From Bellboy. Ich habe die alte Zeitschrift gefunden. Boah, jetzt haben wir wieder richtig Gage. Nice, Leute. Hier, From Bellboy to a Hotel Owner. What a discovery. So this is how Grandpa became the owner of the hotel. And look at those diamonds. They must be worth a fortune. Ja, die Diamonds haben wir jetzt. Heißt, dekoriert das Zimmer jetzt mit oder gehört das jetzt nicht dazu? Okay, zerstört ist aber auch noch nicht viel hier in dem Raum. Wahrscheinlich wegen den Sachen hier.
Muss noch viel mehr zerstört werden. Das gehört auch noch alles zerstört. Ich weiß, die Lampen soll man lassen, aber irgendwie nervt es mich, wenn diese Zerstörung hier nicht fortgeschritten ist. Aber richte ich diesen Raum jetzt mit ein, oder? Wieso habe ich das jetzt getan? Also unser Opa war echt ein Macher, ne? Zählt auf jeden Fall nicht mit dazu. Also das zählt hier nicht mit dazu, der Raum. Okay, dann saugen wir nochmal. Irgendwie fehlt hier noch was. Ist noch nicht alles zerstört. Ah, okay. Gibt ja natürlich auch noch ein Bad. Wie sollte es auch anders sein? Ich hätte unbedingt... Wisst ihr, ab wann man das Dynamit bekommt? Das fände ich toll. Das ist Dynamite. So. Ich freue mich dieses Jahr. Ich gehe wahrscheinlich dieses Jahr mal ein bisschen in Urlaub. Geplant. Ich sage immer nur geplant, weil am Ende mache ich es eh wieder nicht. War schon sehr oft in New York, aber geplant ist New York. Und geplant ist auf jeden Fall Spanien. Und auf jeden Fall nochmal Österreich. Das ist auf jeden Fall geplant. Heißt nicht, dass es klappt, aber es ist geplant. Und planen ist ja schon mal ein Anfang. Es machen ist was anderes. So, nee, ich muss auf jeden Fall Urlaub machen, Leute. Ich brauche das. Ich merke das. Ich glaube, ich bin auch nur so krank geworden, weil ich einfach immer so wenig Urlaub mache. Oder was heißt kein Urlaub, sondern einfach mal abschalte, wo ich mal nichts mache. Ich war jetzt ja letztens so krank wie noch nie. Und ich habe dann richtig gemerkt, und das ist eigentlich nicht gut, dass mir beim Nichtstun extrem langweilig ist. Also ich wusste, ich konnte mich früher immer voll gut mit mir selber beschäftigen. Und jetzt habe ich richtig gemerkt, wie schwer es mir fällt, mich mit mir selber zu beschäftigen. Das ist total dumm. Weil eigentlich ist es das Leichteste auf der Welt. Und wie sehr ich die Arbeit vermisse, dass ich mich die ganze Zeit zwingen musste, bloß nicht jetzt wieder irgendwie anzufangen, was zu arbeiten. Also echt... Oh, was sind das? Fundsachen. Akustikgitarre finden. Mikrofon finden. Ach so, einfach nur in den Wohnungen wahrscheinlich, ne? So. Keine Ahnung, warum das hier immer noch nicht sauber ist jetzt. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal... Ach so, deswegen wahrscheinlich. Nö. Irgendwas ist hier noch nicht sauber. Oder sind es wirklich diese dummen Dinger da oben? Diese Spinnweben? Auch nicht. Oder gibt es hier noch irgendeinen Raum, den ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte? Nee. Ich fange jetzt einfach mal an mit Dekorieren. Ich glaube, dann finden wir schon den restlichen Schmutz. Ah, jetzt. Okay, so. Minimalistische Möbel, Abstufung von Black and White. Okay, minimalistische Möbel. Machen wir erstmal den Boden. Wenn er Black and White mag, machen wir Abstufungen von Schwarz. Dann kann es ja auch grau sein. Wir machen es jetzt einfach mal, wie er es will. Schrecklich. Aber okay, man kann ja am Ende, habe ich gehört, alles immer noch so umbauen, wie man es selber will. Ich würde mal sagen, hier kommt mal das Schlafzimmer hin. Deswegen machen wir hier Stoff. Oder Teppich. Ist das schwarz? Ich glaube schon. Guck mal, da geht jetzt auch ein Balken hoch, weil ich das mache. Ich hoffe, ihr seid alle stolz auf mich. Es fällt mir nicht leicht, mich an die Regeln zu halten. Oh nein. Das wollte ich nicht. Verdammt. Ah, das ist doch dunkel. Doch, das wollte ich. Genau das wollte ich. So. Dann machen wir das hier auch noch hin. So. Und den Raum hier dann wahrscheinlich auch. Falls der überhaupt dazu... Oh, hier ist noch eine Uhr. Nehmen. Akustisch... Mikrofon. Verkaufe ich die, was auch immer die hier macht.
So, dann Abstufungen. So, dann machen wir nochmal das Bad. Das sollte, glaube ich, dann irgendwie Keramik sein. Gucken wir mal, dass wir da auch irgendwas... Machen mal sowas. Abstufungen von Schwarz und Weiß. Gibt es da vielleicht auch hier irgendwas? Das da? Halt, da war doch gerade was. Da. So, geht es dann hoch? Nicht wirklich. Okay, dann machen wir mal... Ich glaube, mit Farbe können wir noch viel rausholen. Wände. Hier. Also, schwarz und weiß. Light Gray. Silky Window. Silver Gray. Gucken wir mal. Können ja vielleicht mal hier heller machen. Und dann hier so ein bisschen mehr ins Graue gehen. Und dann immer dunkler werden. Ich kann doch nicht einfach irgendwas hier komplett schwarz machen, oder? Das hier vielleicht? Ich weiß nicht, ich würde da nicht drin schlafen wollen. Und hier kann man dann wieder irgendwie eine Tapete machen. Furchtbar. Ich sag, wie es ist, Leute. Wir machen wieder Tapete und hier auch. Gucken wir mal, was wir hier so an Tapetchen haben. Wandverkleidung. Nee. Täfelung. Oh, Täfelung. Ja. Holzsockel. Vielleicht doch sowas. Boah, draußen regnet es jetzt richtig. Geil. Oh Leute, ich freue mich, deswegen freue ich mich auf Sommer. Oder auch nicht. Du wirst ganz schön putzen müssen. Bei Regen wird das Hotel echt schlammig. Oh, verdammt. Verdammt. Komm, wir machen das einfach überall so. So. Genau wie ich es mag. Juhu. Und dann machen wir hier das so. Ja. Ja, ja, ja. Und irgendwie ist es ein bisschen zurückgegangen, der Balken. Gehen wir hier hin. Vielleicht nochmal hier. So. Und die Decke. Die Decke. Keine Ahnung, ob der jetzt noch irgendwie die Farbe schwarz unbedingt will. Oder warum das hier gerade nicht hochgeht. Mach das jetzt einfach. Das ist ja Black and White. Oder zählen wahrscheinlich jetzt noch die Möbel auch, oder? Nehme ich mal an. Schrecklich. So, Tapete. Auch. Furchtbar. Aber ich muss ja nicht drin schlafen. Ich will einfach nur meinen Kunden zufrieden machen. Nach der 10.000. Folge. Denn hier noch so feines. Oh Gott.
probiere mich nur aus, ne? Ich mache das eh am Ende wieder neu, weil ich das hässlich finde. Aber die Kunden gehen ja auch wieder. Das ist ja das Gute. Die Kunden gehen ja wieder, Leute. So, jetzt können wir diese ganzen blöden Spinnenweben hier wegmachen. So. Da sind noch voll viel und da fehlen immer so einzelne Ecken. Das Zimmer passt einfach zum Wetter. Das ist Absicht. So. Wände. So. Und hier ist noch Spinnenweben. So. Und hier ist auch noch nicht angemalt. Ich weiß immer so, ich sehe immer so die verzweifelten Kommentare mit: Nu, da fehlt noch was in Zimmer 106. Bitte mach das. So, dann wollen wir minimalistische Möbel. Wo finde ich minimalistische Möbel? Dekorationen. Minimalistische Möbel. Steht gar nicht da. Das heißt, ich muss einfach irgendeins nehmen. Zum Beispiel ein Bettchen. So. Und das ist minimalistisch. Sieht man an dem Zeichen, das daneben dran ist. Das auch. Das nehmen wir dann. Und da der ja auf Grau und Schwarz steht, nehmen wir das so. Okay. Minimalistisches Nachttischkästchen. Das ist ein minimalistisches Kästchen. Das kommt hier hin. Und das nehmen wir auch in Grau. Oder in Schwarz. So. Mich wundert es, warum der Balken nicht mehr hochgeht. Es fehlt übrigens irgendwo noch Fassade, sagen die. Ah, hier oben. Wände. Keramik. Wir sind auch noch überall Spinnweben. So, ich glaube, jetzt sind die Wände doch überall angemalt. Oder zählt dieses Zimmer hier hinten wirklich doch noch? Ich glaube, es zählt auch noch. So, gibt es hier auch in Black? Guten Tag, der Herr. Ich bin in der Stadt, weil mein Rupert von einem örtlichen Künstler porträtiert wird. Wir brauchen eine Unterkunft für ein paar Tage. Wichtig, dass mein Rupert sich wohlfühlt. Deshalb möchte ich Sie bitten, das Zimmer genau nach meinen Wünschen herzurichten. Oh, nee. Weil es braucht jetzt wahrscheinlich wieder Zeit. Das habe ich jetzt gerade nicht. Ich versuche jetzt gerade einmal in meinem Leben meine Community glücklich zu machen, indem ich das hier richtig mache. So, machen wir das einfach so. Da gibt es doch so viel. Sowas in die Richtung. Mhm. Nee, der Raum gehört. Doch, der Raum gehört dazu. Okay. Der Raum gehört dazu. Okay. So, dann machen wir auch wieder hier die blöden Dinge weg. Das nenne ich das Zimmer eines Vampirs. 50 Shades of Grey wollte einen Raum. Und den kriegen sie auch. Okay. So. Als allererstes machen wir das Schlafzimmer weiter. Dann brauchen wir Möbel. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schrank. Auch minimalistisch. Minimalistisch. Da, das ist. Das ist minimalistisch. Da fehlt auch schon wieder Boden. Verdammt, wo ist der ganze Boden hin? Holz.
Ich um mein Holz. So. Dann, ich weiß nicht warum. Oh, Abstufung von Black and White. Wahrscheinlich wollen die wirklich nur schwarz und weiß haben, ne? Nicht grau. Probier es nochmal kurz, wenn ich jetzt hier wirklich die Wandfarbe komplett hier schwarz mache. Oh, verdammt. Ob sich da was ändert. Nee. Da geht nichts mehr hoch. Könnt ihr mir vielleicht mal erklären, warum das gerade nicht hochgeht? So, dann brauchen wir... Teppich will er ein. Den würde ich hier unter das Klavier machen. Und natürlich auch ganz Black and White Style mäßig. Hier kommt auf jeden Fall das Sofa hin. Auch minimalistisch. Schrecklich, aber okay. Können wir ändern. In der Farbe Black. Und ich würde hier noch eins hinpacken. Und dann... Ich finde es aber geil, wenn Leute 10 Wohnzimmer haben. Ich war in Australien mal in einem Haus, da gab es 5 Wohnzimmer und ich dachte mir, warum? Why? So. Das mache ich richtig. Minimalistisch. Ja. Je. Dann brauchen wir noch einen Schreibtisch. Oder ein Tischchen. Hier minimalistisch. Das. Hm, wo packen wir den hin? Vielleicht einfach hier rein? Und dann noch 2 Stühlchen. Auf jeden Fall danke für den Hinweis. Hat mir auf jeden Fall echt geholfen hier. Dass ich das mal kapiere. Ich weiß zwar kein Klavierstuhl, aber immerhin. So, und noch ein Kleiderschrank. Okay. Bam. Und dann noch hier Schränkchen. Die würde ich mal hier hinpacken. Ich hoffe, das wird jetzt mal sowas, wo ich richtig viel Geld mitmache. Weil ich es einfach mal richtig gemacht habe. Einmal was richtig machen im Leben. So. Wunderbar. Ah, genau. Sie wollen noch ganz viel Schränkchen hier haben. Gut, dass ich so viel Geld gefunden habe. Dann kann ich das jetzt wenigstens auch mal dementsprechend auch einrichten. Gucken wir mal nach anderen Schränkchen. Das könnte ich konnte zum Beispiel auch mal hier irgendwo noch hin. So. Noch so ein kleines. Nee, es sieht so verloren aus. Was sind das? Vielleicht machen wir den einfach noch hier hin. So, dann kommen wir zum Bad. Also minimalistische Möbel habe ich geschafft. Abstufung von Black and White irgendwie nicht so. Tell me, was habe ich falsch gemacht, Leute? Okay, Dusche. Ich finde, da hinten muss auf jeden Fall eine Wanne rein. Da, einfach so in die Ecke. Quatsch. Wunderschön. Da gibt es auch nichts Minimalistisches. Oh, süß, neue Wannen.
Die sieht ja fesch aus. Die ist sogar 3 Sterne, gell? Das ist genau das, was ihr meintet. Dass man dann vielleicht doch eher teure Sachen nimmt. Weil das stuft auch das Hotel hoch. Und ich finde, ihr habt recht. So. Geile Wanne. Toll. So. Dusche. Nicht zu vergessen. Die ist auch neu. Ich hoffe, die ist richtig rum. Sieht gut aus. Dann eine Toilette. Ja, das sind alles die neueren. Die sind alle 3 Sterne. Da haben sich Leute beschwert, dass ich es zu weit nach unten mache. Und ihr habt absolut recht. So. Dann kommt ein Waschtisch. Da haben wir, glaube ich, auch teurere. Oh ja, das sieht nice aus. So. Ein Waschtischchen. Da hat es auch neuere Sachen. Yeah. Ist doch schön. I like diese. So, Handtücher. Oh, schön, dieser Regen. Leute, ich hab eigentlich eine App gehabt früher, wo ich immer absichtlich Regengeräusche hab abspielen lassen zum Einschlafen. Ich sag's euch, eine 10 von 10, Leute. Gibt's ja auch bessere Sachen, auch irgendwelche neuen Deko-Sachen. So ein Spiegel zum Beispiel. Ist doch immer wichtig. Und ein Handtuch. So, dann kommen wir auch schon zur Deko. So, Spiegel. Definitiv. Finde ich eigentlich, gibt es ja auch neuere Sachen. Oh ja. Endlich mal. Nice. Endlich mal neue Spiegel, Leute. Yay. Das ist ja cool. Crazy. Dann nehmen wir doch hier einfach mal den. Der sieht irgendwie gruselig aus. Und so einen ganz großen. Den ich irgendwo hier hinflatschen kann. So. Dann brauchen wir Audiosachen. Technologie. Darf ich irgendwas nehmen? Definitiv ein Fernseher. So. Und dann auf jeden Fall noch eine Lampe. Und ein Gemälde. So. Stimmt, ich habe ja noch gar kein Nachttischlämpchen. Oh, da hat es auch High-Quality-Lampen jetzt. Dann noch Pflanzen. Gibt's ja auch High-Quality-Pflanzen. Da haben wir bestimmt auch einiges Neues freigeschaltet. Nein, haben wir nicht. So, das machen wir auch hier drauf. Bumm. Dann brauchen wir Bilder. Da haben wir aber Neues, oder? Komm schon, gib mir neue Bilder. Nein, keine neuen Bilder. Bilder haben wir alles schon freigeschaltet. Okay. Aber auch hier gilt, umso preiswerter, umso besser kauft sich der Laden hier. So. Statuen. Da kann man schon mal ein bisschen was Fescheres rein. Da war doch gerade irgendwas. Ah, da unten ist auch die Linie, wo du siehst, ob es für 1 Stern oder 2 oder 3 ist. Komm, die Wohnung ist eh schon so gruselig. Mach mal einfach so eine gruselige Statue rein. Ich habe noch diese Riesenschränke hier. Also eigentlich kann man immer viel, viel mehr dekorieren, als man eigentlich
von den Ansprüchen vom Spiel her braucht. Aber am Anfang würde ich tatsächlich erstmal die Aufträge machen. Ach, guck mal, neue Lampen. Wie schön. Am Anfang würde ich tatsächlich erstmal nur die Anforderungen erfüllen, damit ihr nicht so viel Geld ausgebt am Anfang. So wie ich am Anfang so viel Geld ausgegeben, dass ich dann keins mehr hatte. So, jetzt auch neue Lampen, neue Deckenlampen. Interessant. Boah. Was sind das? Komm, wir machen richtig einen auf übertrieben. Das ist voll das eiskalte Zimmer. Ich finde es echt schrecklich. Aber der Kunde ist König. So. Bam. Sieht furchtbar aus. Wir tun das in... Es sieht alles furchtbar aus. Wir nehmen das Bad. Das ist noch das Coolste, was man zeigen kann. Zimmer reservieren. Boah, 440 am Tag. Sehr schön. 210. Da. Da habe ich doch diese Gitarre wieder. Nice. Okay. Let's spreng den Laden. Celine hat auf ihrem Social-Media-Kanal einige Zimmerdesigns geteilt, die sie entworfen hat. Sie liebt Tapeten mit Grafiken auf schwarzen Möbeln. So, was will denn die eigentlich? Have I ever told you you're a born interior designer? Nein. This is a masterpiece. Lüg mich nicht an. Lüg mich nicht an. Das ist wie, wenn mir jemand sagt, dass ich singen kann. Ich weiß, dass es gelogen ist. Aber ist okay. Ich kenne meine Talente und ich glaube, es ist auch ein Talent, seine Talente oder seine Talentlosigkeit einzusehen. Ich habe ein Talent darin, zu wissen, in was ich kein Talent drin habe. Das ist Einrichtung. Obwohl ich es echt cool finde, wenn Leute das können. Wenn du es wirklich schaffst, ein Schaufenster so schön zu dekorieren, dass wegen dir Leute Bock haben, das Verlangen, das in ihr Haus zu stellen. Das ist echt nicht einfach. Vielleicht so die Einrichtung gar nicht schlecht, dass das einfach alles so kaputt gemacht werden muss immer. Das ist aber ein bisschen kleineres Zimmer. Bäm. Puff. Puff. So, was gibt's hier noch? Das Bad. Let's go. Guten Morgen, mein Name ist Stefan Queen. Ich bin Schriftsteller. Ich arbeite an meinem neuesten Buch. Einen Roman über ein altes Hotel. Deshalb würde ich meine Recherchen gerne ein paar Tage übernachten. Können Sie mir bitte das ermöglichen? Schriftsteller, Schreibtisch hinzufügen. Zimmer 107. Das sollte ja kein Problem sein. Ah, das ist auch das Mikro. Yay, I got it. So. Ich mach den Schriftsteller gleich. Man hat nicht eigentlich fast jedes Hotelzimmer. Voll schön, die Rooftop-Bar da oben. Hat nicht eigentlich schon jedes Hotelzimmer eigentlich ein Schreibtisch? Okay. Saugen. Yay. Keep rolling, 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 rolling. So. Abstufung von Black. Was meint ihr mit diesen Abstufungen? Soll Spuren enthalten oder was? So, Wände. Fußböden. Ist das jetzt das, was er will? Oder ist das eine Abstufung von Black? Ein bisschen. Aber nicht wirklich. Oder soll es doch ganz schwarz sein? Ja, soll ganz... Jetzt geht's aber wieder nur so einen Balken hoch. Ich verstehe es nicht.
Oder sollen es ganz verschiedene Abstufungen sein? Dass man verschiedene, also ganz viel verschiedene Dinge reinbringt. Strukturen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich probiere es nochmal, wenn ich das jetzt wegmache. Oh shit, jetzt hat er alles weggemacht. Okay, jetzt ist es wieder zurückgegangen. Verdammt. So. So, jetzt geht der Balken hoch. Und dann machen wir hier das Schlafzimmer rein. Und machen dann den einfach in komplett dunkel. Jetzt ist es doch ganz gut hochgegangen. Finde ich. Oder? Da war es doch. Nein! Verdammt. So, gib mir Black. Ich glaube, das könnte man auch noch schneller machen, dass man die Farben schneller wiederfindet. Man sich hier immer durchscrollen muss. Ist halt alles nicht black da. Aber der Balken geht nicht hoch. Ich verstehe es nicht, Leute. I don't get it. Vielleicht können wir es jetzt ja noch mit den Wänden rausholen. So. So. Was für eine Zeitverschwendung. Hä, aber warum? Ach so, ich hätte ihm das gleich bringen sollen. Ach so, ich dachte, ich habe Zeit. Oder geht die Zeit schneller vorbei? Ach so, die Zeit geht auch hier schneller vorbei, oder? Mein Gott. So, wenn er jetzt sagt, er will hier Black, dann mache ich das jetzt einfach mal. Aber erstmal in dem Zimmer hier. Und hier machen wir dann einfach eine Tapete hin. Sieht einfach furchtbar aus, aber hey. Egal. Und dann machen wir oben auch nochmal das. So. So, dann haben wir hier noch. Wahrscheinlich meinen die mit Abstufungen einfach nur so in die Richtung eher dunkel, oder? Warum stehen die da alle so drauf? Tapetenmuster. Doch, doch, das füllt sich jetzt schon. Oh. Also da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Warum das bei mir so langsam hochgeht. Oder ob das normal ist. So, jetzt geht's doch endlich mal hoch. Seht ihr? Ich glaube, das schaffe ich diesmal. Diesmal habe ich es irgendwie richtig gemacht. So, der soll bitte auch noch. Ja gut, der streicht sich noch.
So, schrecklich. Dann brauchen wir einmal Keramik. Machen wir eine Seite. Und die andere. Kann man ja auch Keramik machen, aber halt dann vielleicht einfach sowas. So, wieder so ein graues, trauriges, schreckliches Zimmer. So. Was wollen wir hier? Tapete. So, dann mache ich das noch weg. Wunderbarst. Okay, dann einrichten. Okay, einfaches Design, let's go. Ist eigentlich genau gleich wie vorhin. Oder ähnlich vom Aufbau. Was ich noch gerne machen würde, ich weiß nicht, ob es geht, wäre... Die Wand ist halt echt schrecklich, die sieht aus, hätte ich sie nie bearbeitet. Heißt die akzeptieren. Dass ich gerne die Farben der Türen nochmal ändern würde. Aber ich glaube, das geht nicht. Vielleicht wisst ihr da mehr. Gibt es sonst vielleicht eine coole Täfelung? Ist zwar nicht gewollt, aber ich finde auch mal ein bisschen Farbe kann ja auch mal rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier korrekt mache mit dieser Abstufung. Aber mich irritiert die Abstufung von Black. Und jetzt bin ich immer noch nicht ganz voll. Also was wollen die? Wollen die ganz viel verschiedene Wände oder... Ja, ich bin auf eure Antwort gespannt. So, auf jeden Fall soll das Design ein einfaches Design sein. Und einfaches Design hat es auch ein Logo. Weil vorhin war mir das irgendwie... Oder die Person hat wahrscheinlich jetzt gar keine Ansprüche, nehme ich mal an, oder? Hier steht jetzt einfach nur einfaches Design. Aber was ist einfaches Design? Ich glaube sowas. Wenn ich es jetzt sagen müsste. Aber bei dem anderen waren halt wenigstens Logos. Ich glaube, es gibt tatsächlich jetzt nur den einen Stilvorschlag. Und das sind die Abstufungen. Ich glaube, alles andere ist hier jetzt gerade gar nicht an Möbeln wichtig. Korrigiert mich bitte, wenn ich nicht richtig liege. Ich nehme aber auch hier jetzt wieder nur... 3. Genau. Dass wir hier... besser werden. So. Boah, dieser Hust macht mich fertig. Was haben wir noch? Oh, der ist auch cool. Den kann man eigentlich hier reinstellen. Passt aber nicht. Nein! Oder dann vielleicht hier? Da muss der hin. Boah, sorry, Leute. Mein Husten, ey. Ist jetzt nur noch Reizhusten. Ihr kennt es bestimmt. Das Schlimmste, was ist, das merke ich jetzt in letzter Zeit, weil jetzt so mein Husten sich ein bisschen verbessert. Es ist super, super ätzend. Wenn man so nachts so ein ganz schlimmes Stechen im Hals hat, kennt ihr das? Das ist ganz, ganz furchtbar. Wenn ihr aufwacht und merkt, mein Hals, ich kann nicht reden. Und das habe ich in letzter Zeit ganz oft, weil ich jetzt hier... alles quasi abhuste. Ganz furchtbar. So. Der ist auch schön. Aber alle so teuer. Tap. Das passt natürlich rein in die Ecke. Das ärgert mich. So. Tische. Tische, Tische, Tische. Der wäre, glaube ich, hier. Guck auch wieder nach 3-Sterne-Tische. Ja, warum nicht? Hm.
brauche mal einen Schluck Wasser, ey. Das ist ein Stuhl, den finde ich hier sehr schön. Aber ich weiß gar nicht, ob diese Abstufung von Black, ob die jetzt hier auch für die Möbel gelten oder nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Gibt es ja nicht auch Jahreszeiten oder warum regnet es jetzt durchgängig? Sofa. Dann nehmen wir auch ein 3-Sterne-Sofa. Oh. Hello. Was haben die noch so? Zur Auswahl? Einiges. 900. Abstufung von Schwarz. Hieß es. Passt hier noch irgendwo eins rein? Nee, eigentlich gar nicht. Frag mich nicht, was ich hier tue. Ich weiß es nicht. So, 3 Stufe. Crazy. Ich finde den cool. Der hat was. Eigentlich wäre hier dann Fernsehen gar nicht schlecht. Aber da wird gar nicht gefragt. In dem Fall nicht. Der ist doch schön. Ja, ich glaube, Sandkastenmodus wäre auch echt mal cool. So einen Sandkastenmodus mal machen. Wäre, glaube ich, auch mal nice. Was gibt es denn hier für bessere Teppiche? Hier, das sind jetzt die hochwertigeren. Ja, ich finde den nicht schlecht. Nee, ich nehme jetzt gerade keine Events an, bevor die Leute. Nein, lüg mich nicht an. Lüg mich nicht an. Was ich eigentlich mal, wo ich mal Bock drauf hätte, wir machen jetzt ja gerade nur Missionen, dass man mal nur. Gibt's hier eigentlich noch alles so an besseren Möbeln? Dass ich mal den Sandkastenmodus ausprobiere. Und versuche wirklich mal eines der schönsten Zimmer zu bauen mit allem, was es gibt. Da hätte ich tatsächlich auch echt mal Bock drauf. Könnt ihr mal sagen, ob wir das für die nächste Folge machen sollen. Weil ich weiß ja, viele von euch kleinen Suchtis spielen das Spiel hier auch gerade. Also wenn ihr sagt, yay, dann lasst mich das gerne mal wissen. Weil da hätte ich tatsächlich auch Bock drauf. Sondern wirklich mit den ganz krassen Möbeln mal was baut. Also so ist man ja schon immer so ein bisschen eingeschränkt. Boah, kostet einfach mal 2000. Das sieht doch viel cooler aus hier. So. Dann müssen wir ins Bad. Und brauchen wieder eine Wanne, dann nehme ich wieder die, die finde ich cool. Bam. Toilette. Immer schön neben dem Fenster. Was haben wir hier so? Haben wir hier auch noch. Wir doch auch bessere. Naja. Also. Ach so, das kann ich wahrscheinlich auch in der Farbe machen. Weil das. Also, dieses Waschbecken finde ich jetzt nicht sonderlich schön. Aber es ist ein Sterne 3. Ein 3-Sterne. Waschbecken. Hm.
machen wir das einfach dahin. Ich würde das gerne an die Wand stellen. Warum geht das nicht? Oh ja, ganz wichtig. Toilettenpapier. Ich richte es jedes Mal auf, wenn das Toilettenpapier alle ist. Jeder kennt's. Jeder kennt diesen Struggle. Was ist denn das? So, dann. Ja, so Black and White Abstufung tut tatsächlich sich jetzt nichts mehr. Also es muss was mit den Wänden zu tun haben. Hier auf jeden Fall ein Fernseher. Und Spiegel. Und noch ein Spiegel, vielleicht fürs Schlafzimmer. Und dann noch Deckenlampen. Ich würde tatsächlich auch gerne dann in der nächsten Folge, könnt ihr mir auch gerne sagen, ob das für euch okay ist, zum Beispiel auch mal meinen Flur schon mal machen. Dass ich euch in der nächsten Folge mal so ein bisschen mehr zeige, dass ich halt jetzt nicht die Mission mache, aber halt, ich habe hier gar nichts reingeräumt, fällt mir gerade auf, ne? Weil ich irgendwie gedacht habe, dass hier das Schlafzimmer ist, deswegen mache ich jetzt hier das Wohnzimmer rein. Oder umgekehrt. Ich mache hier das Schlafzimmer rein. Ich habe das total verballert. Und zeige euch dann so ein bisschen mein Hotel, wie es fertiger aussieht. Und dass wir dann mal nach der Folge ein bisschen mehr in den Sandkastenmodus gehen. Weil ich glaube, dass ihr das sowieso selber alle gerade suchtet. Aber ihr könnt mir gerne mal eure Meinung nochmal dazu sagen. So, dann brauchen wir eine Lampe. Oh, die ist ja cool. Das ist trotzdem alles so traurig jetzt eingerichtet. Das ist schrecklich. So, was gibt es denn hier an Lampen? Lampen gibt es ja, glaube ich, gar keine neuen. Leider. Und Pflanzen? Ich meine Pflanzen. Kann man so viel mehr dekorieren, aber ich muss auf meine Kohle achten. Ach, guck mal, die gibt es jetzt auch in kleiner. Schee. Passt sie sogar hin. Oh, so eine Kerze ist schön. Wunderbar. Ich glaube nicht, dass das Zimmer so grau sein soll. Ich bin mir da nicht so sicher, Leute. Aber wie viel? Boah, 2200 am Tag. What? Krass, was die Möbel ausmachen. You really nailed it this time. Ja, hallo. Okay, krass. Danke für den Tipp. Das macht echt viel aus. So, 204. Ich hoffe, das muss mal jetzt auch nicht wieder ständig so. Oh, I am a huge fan of this guy. He is a total style freak. And in one interview, he said he was inspired by fire. So, how about some red or yellow colors in his room? Okay, rot und gelb, das ist doch schon mal was. Ein bisschen anders soll es sein. Das finde ich doch gut. Regentage. Zieh dir die Lobby an. Ich glaube, die sieht ganz grausig aus. Witzig, dass da die Leute draußen rumdüsen. Okay, rot und gelb kommt sofort. So. Bäm, bäm. Was auch geil, nur weil der Typ Feuer mag, wird davon ausgegangen, dass er es so liebt. Kommt dann ins Zimmer und sagt, das sind meine absoluten Hassfarben.
Was seid ihr eigentlich so für Leute, die... Also, was liebt ihr für einen Stil in Hotels? So Renaissance, Mittelalter, Renaissance-mäßig schick, stylisch, minimalistisch. Ich mag es eigentlich eher modern. Tatsächlich. So ein älterer Stil gefällt mir gar nicht. Sieht einfach nur meine Arme, mein Hammer. So. Bäm. Müsste eigentlich nicht auch in jedem Zimmer ein goldenes Ei sein, oder ist es nicht so? Weil ich habe jetzt ja gar keine goldenen Eier mehr gefunden. Fällt mir gerade so auf. Weg damit. So. Okay. Dann saugen wir mal. Aber es fehlt immer noch so viel. Ah, hier geht's ja auch noch. Oh Gott, was ist das für ein Riesenzimmer eigentlich? Boah, ist ja ein Monstrumszimmer. Weg damit. Und es gewittert einfach seit 5 Tagen durch. Dutron City hat immer nur noch 2 Sterne, Leute. Das muss geändert werden. So, saugen. So. Manchmal fährt er nicht. Okay. Kann man die eigentlich auch upgraden, die Sachen? Ich glaube nicht, oder? Was liegt denn da am Boden noch? Eine Banane. Ah, super. Okay. So. Abstufungen von Red, Orange, Yellow. So, das kriege ich jetzt aber voll die Leiste. I promise. So, Moment. Das schaffe ich jetzt. Das wäre ja gelacht. So. Also. Böden. Zählt so einen Boden, das zählt es auch schon als orange. Nee. Doch, zählt. Zählt, 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 zählt. Sehr gut. So. Dann machen wir hier jetzt nämlich einen Teppich rein. Der orange ist oder rot oder gelb. Furchtbar. So. Enthält Spuren von Rot. So, und hier machen wir dann auch wieder Teppich hin. Und zwar orange. Oder gelb, so ein bisschen mehr. Das war ja, glaube ich, ein Bad. Es gab ja 2 Bäder. Da machen wir... Boah, sind wir mal... Nein! Ihr wisst, was ich vorhabe, Leute. Ihr müsst jetzt stark sein. Aber es ist ein Experiment. Könnte gar nicht mal so schlecht aussehen, wenn es fertig ist. So. So, dann. Sind es hier andere Töne oder wirkt es nur so? Ich verstehe es nicht.
Meine Maus ist, glaube ich, viel zu empfindlich eingestuft. So. Und dann nehme ich mal kurz das hier. Nein, 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 um Gottes Willen, nein. Oh, okay. So. Ich will, dass hier die gleiche Farbe ist. So. Und hier auch. So, wo ist jetzt der Boden? Okay. So, sehr schön. Dann staubsaugen wir das mal weg. Flupp. Und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie hier jetzt so farblich noch irgendwas hinmache. Täfelung, andere Tapete. Gibt es da irgendwas Rötliches, was man verkraften könnte? Und dann halt hier diese wilden Farben. Boah, kann man das jemandem antun? Ich bin mir nicht so sicher. Ist ja furchtbar. Gibt es auch ein bisschen gedecktere Farben? Ja, sowas. Und dann haben wir gleich. Nein, ich wollte Orange nehmen, so. Orange. Und dann kann man hier vielleicht noch ein Tapetenmuster reinknödeln. So. Wird jetzt aber nicht mehr. Oder wollen die wirklich kräftige Farbe? Ich kann es mir nicht vorstellen. Dass es so langsam sich füllt. Oder ist es quasi einfach, dass es eine Tapete sein soll, in der diese Abstufungen drin sind alle? Also, dass sie quasi sagen, wir wollen ein Tapetenmotiv, wo das alles drin ist. Rot, Orange, Yellow. Also dieses Zimmer ist wirklich cursed. Aber es geht halt tatsächlich hoch, ne? Verstehe nicht, warum muss ich das hier immer 1 Million Mal anstreichen? So, jetzt macht es. So, so viel Orangetöne wie es geht, kommt sofort. Das ist Kunst. Das sind auch immer unterschiedliche Farben. Woran liegt denn das? Ich muss echt in der nächsten Folge meine Mausrad-Einstellungen deutlich runterfahren. Die sind viel zu schnell. Ich rutsche so oft ab. Keramik. Ist auch nicht schlecht. Sieht eigentlich schön aus. Finde ich gar nicht schlecht.
Ja, ich habe es auch relativ voll bekommen. Vielleicht kommen wir doch noch hin. So, hier dann nochmal. Gibt es vielleicht eine Wand mit der Abstufung von all den Farben, die verlangt ist? Das da zum Beispiel. Das hat alles drin, was verlangt wird. Orange, Rot, alles drin. Trotzdem geht's nicht hoch. So. Okay. Ein Bett. Nur ein Bett? Aber das ist doch so ein Riesenzimmer. Hä? Ein Bett und so viel Schlafzimmer? Ich frag gar nicht nach. Aber sonst wieder kein, nichts bezüglich, was es sein soll. Also welcher Möbelstil. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal alles. So ätzend, in den ätzenden Farbenden, wie es diese Person möchte. Hoffentlich möchte. Ist ja auch irgendwie so orangen, ist so... gar nicht so schlecht. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Seitwörtchen. Auch hier vielleicht wieder mehr Holzi. So orangenes Holzi. Auch hier. Rot vielleicht. Da geht es aber auch hoch mit Abstufung von Yellow. Und den. So, rot. Furchtbares Zimmer. Aber hey, wie gesagt... wir müssen ja nicht drin schlafen. Vielleicht mache ich doch lieber hier das Schlafzimmer hin dann. So, Moment. Komm her. So. Dann ein Esstisch. Weil da kriegt man echt viel Kohle dann. Machen wir mal einen richtigen. So einen. Auch wieder mit ein bisschen... mehr Rottönen oder vielleicht auch mal so gelblich. Ja, tatsächlich. Das geht tatsächlich hoch. Das beinhaltet also quasi die ganze Einrichtung. Mhm. Der sieht doch fesch aus. Oder der. Und auch hier gilt wieder. Ja, tatsächlich. Die Einrichtung ist es auch. Okay. Ah, okay. Ist auch die Einrichtung. Ich dachte immer nur, es wäre die Farbe. Dann kann ich das bei den anderen ja auch noch... bei den anderen habe ich aber eigentlich auch voll so dekoriert. So, dann brauchen wir noch so ein Sofa. Sessel. Und Couch-Tischi. So. Und noch ein Teppich. Aber der kann eigentlich hier rein. Teppich. Und noch dann ein Kleiderschrank. Oder einfach so ein. Boah, was ein Monster.
Vielleicht noch eine dezenten? Gibt's den vielleicht auch in Gelb? Und dann noch Schränkchen. Man kann sich richtig austoben hier mit so viel Geld. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man mal so durchmixt. Ich finde es gar nicht so hässlich. Ich weiß zwar nicht, was ihr sagt, aber ich finde es gar nicht so schlimm. So, jetzt gehen wir ins Bad. Dann machen wir hier ganz klar eine orangene Wanne. Und eine... Was sind das für eine Dusche, ey? Was gibt's da für Farben? Machen wir eine rote oder eine gelbe. Lass mich. You really nailed it this time. Fast, wir haben es fast. Er ist noch nicht zufrieden. So, hier, ich möchte bitte eine orangene Toilette. Have I ever told you you're a born interior designer? Ich hab dir schon mal gesagt. This is a masterpiece. Lüg mich nicht an. So, rot. Gott, ist so furchtbar. Das wird doch nicht besser. Jetzt sei doch endlich mal glücklich mit dem, was ich hier einbaue. So, was gibt's hier so für Schränkchen? Wir machen das so. Jetzt nehme ich noch mal vielleicht gelb. Sieht so schrecklich aus. Aber es wird jetzt auch nicht voll, dieser doofe Balken. Oder ist er jetzt schon voll? Ist er jetzt auch schon voll? Also das ist so ein Zimmer, wenn mir das jemand buchen wird, wäre ich sauer. So, okay, dann probieren wir jetzt nochmal. Ich glaube, dass es jetzt voll ist, dieses Stilvorschlag. Deswegen sagt da jetzt keiner mal was. Also ich glaube, dass man damit jetzt offiziell zufrieden ist. Okay, was haben wir hier? Grün war ja nicht gefragt. Rotes Gemälde. Kann's ja eigentlich nur besser machen. So, Pflanzen müssen jetzt auch rot sein. Mal kein Risiko ein. Aber komm. So eine schöne grüne Pflanze jetzt. Gibt es eine Möglichkeit, diese blöden... Oh nein. Nicht dein Ernst. Diese blöden Spinnenweben mal alle wegzukriegen? So, Pflanze. Jetzt kann ich genug Pflanzen geben. Lampen. Da gibt es aber auch keine. Ah, doch. Da. Die ist wieder sehr gefragt. Die auch. Die auch. Und dann brauchen wir noch ein paar von denen. Aber auch wieder hier. Was Hochwertiges. Da. Und Deckenlampen, Leute.
Die sind doch cool. Da kommt aber auch noch ein Schlafzimmer. So. So schlecht finde ich es gar nicht. Was mich nervt, sind nur diese dummen Spinnenweben überall. Hier war doch nochmal irgendwo eine. Dass man die nicht einfach wegföhnen kann. So. Spiegel. Ganz wichtig. Und am besten noch einer ins Bad. Hier hinten hat es übrigens auch noch ein Bad. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Aber hier wird auch nicht gesagt, dass ich das einrichten muss. Ich glaube, ich hätte hier gar kein Bad machen müssen. Und dann brauchen wir noch eine elektrische Sache. Und sagen mal Musik. Einfach nur Musik hören. Eine gute Soundanlage. So. Und wie viel Geld gibt's dafür? Ja, damit kann ich leben. Schrecklicher Raum. Level 3. So schnell geht man Rang hoch. So, wie viel kann ich das verkaufen? Ja, wir sind endlich Level 3. Wuhu! Und Stufe 4 Level haben wir jetzt. Nice. Also ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall noch... Ich würde sagen, wir machen unser Hotel noch 5 Sterne. Ich werde zwischendrin mal Flure und alles fertig machen, offline und euch zeigen. Und danach gehen wir nochmal final in den Sandkastenmodus. Ich glaube, das ist eine coole Idee. So, 1100, fertig. Sieh dir die Lobby an. Oh my God, thank you. I even got an autograph from him. Kannst du auch mal was arbeiten? So, Lobby wird jetzt nochmal schlimmer aussehen, Leute. Aber so ist das eben im Leben. Oh Gott, das Dach der Welt. The hotel is full. I think this is the right time to open the spa section. Die Spa! Geil, Leute, als nächstes kommt das Spa. Wuhu! Nice. So, jetzt fegen wir noch die Lobby und dann verabschiede ich mich schon mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Folge geht jetzt ein bisschen länger, weil ich möchte eigentlich gerne immer pro Folge eine Mission erledigen und die gehen ein bisschen länger. Deswegen habt ihr ein bisschen mehr zu gucken. Lasst mir Daumen nach oben da. Ich freue mich über Tipps und Tricks. Und dass ihr mir mal beantwortet, wie diese eine Sache da funktioniert überhaupt. Ich bin sehr gespannt. Und weitere Hotel-Stories, Leute. Ich bin gespannt. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen.